Herzlich willkommen zur Lotto Bayern Challenge. Wir spielen Best of Five mit drei Unterkategorien: Wissen, Schätzen und Geschicklichkeit. Die Jungs treten gegeneinander an, machen Schnick, Schnack, Schnuck, wer anfängt. Habt viel Spaß und genießt es einfach. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lotto Bayern Challenge. Heute mit Kalle Kalito und Duffy. Ihr müsst schnicken. Bis Schnick, Schnack, Schnuck, bis eins. Boah, erste Etappen. So, du darfst das Rad drehen. Das geht einfach so. So, Wissen. Und zwar deutsche Meister seit Beginn der Bundesliga 1963. Duffy, du fängst an. Bayern. Dortmund? Yep. Bremen? Yep. HSV? Yep. Kaiserslautern? Ja. Stuttgart? Ja. Gladbach? Korrekt. Wolfsburg? Yep. Also, ihr seid nicht schlecht. Wie viel noch? Das sind noch ein paar. Hamburg. Wurde schon gesagt. Hast du schon gesagt, ne? Ja. Ja. Nee. Gut, dann geht der erste Punkt an dich. Herzlichen Glückwunsch. Ab zur Drehscheibe. Perfekt. 1-0. Geschicklichkeit. Geschicklichkeit. So. Sag mal, Wind ist. Ich dribbel jetzt hier nicht, oder? Das, was ein Umschlag ziehen. Sehr schön, willst du aufmachen mit den Handschuhen oder soll ich dir? Ja, mach du mal hier auf. Jetzt gucken wir uns erstmal an. Das ist schon das Geschicklichkeit. Tu doch mal deine Handschuhe runter. Aha, zeig mal die Kamera. Linienschießen. Linienschießen. Ah, sehr schön. Sehr schön. Wenn er rankommt und so, ne? Ja, komm, wir nehmen Football. Komm. Jeder nimmt sich ein. Hopp. Gar keine Erfahrung damit. Werfen oder schießen? Schießen. Deswegen heißt ja Linien schießen, oder? Richtig. Korrekt. Regeln hier. Aber ich sag, irgendwann schaffst du es auch mit den Handschuhen noch ein Spiel zu machen. Wer näher da dran kommt, auf keinen Fall drüber. Ne? Lino Tempelmann hat schön in Patellasehne rausgehauen mit dem Tischtennisball. Mal gucken, was ihr macht. Machst du so, ihr wisst, ne? Jeder einen Schuss, wer näher da dran kommt. Ihr schnickt aus, wer anfängt. Ist ja ein Vorteil. Ist gleich wie vorhin. Ja, ich auch. Wer nachzieht. So. Du fängst an. Ich fange an. Du willst anfangen. Okay. Ja. Ja? Ja, muss keiner verstehen. Muss keiner verstehen. Los, Duffy. Auf geht's. Machst du so nach oben, oder wie? Ich weiß nicht, ist hässlich. Boah, wow, der ist richtig gut. Ja, geht besser, glaube ich. Geht besser. Der ist näher. Kalle führt 1-0. Bleibt ruhig. Ich hol's euch. Ja, so, fange ich jetzt an? Ja. Ja, genau, oder? Eigentlich ja. Immer abwechseln. Das heißt, wenn der Kalle schon jetzt seinen zweiten Punkt macht, das Spiel vorbei. Ja. Ja, mein Gott, ey. Boah, der ist gar nicht so schlecht. Ja, das ist er. Oh, der ist doch zu weit. Na, das ist er. Oh, der perfekte Ball fast. Klasse. 1-1. Absolute Spannung. Respekt. Unter Druck. So. Du fängst hier an. Ja. Du fängst an. Jetzt entscheidender, oder was? Ja. Bisschen Druck ist da. Wie hast du ihn gemacht? Ich mache einfach. Duffy, da du auch das erste Spiel verloren hast, bisschen Druck da, ne? Okay. Ich sag, der macht er zu weit. Jetzt zu kurz. Wieder gut. Ich bin zufrieden. Wenn du jetzt besser bist, dann bist du besser. Ah, der Mogel
sich vor. Wie gemogelt. Wow. Alle gewinnen das Spiel. 2-0. Chapeau. Wow. Ja, aber der war nicht schlecht. Willst du nochmal deine Entscheidung hinterfragen, warum du anfangen wolltest beim ersten? Ja. Nee, ne? Hinterfragen wir uns nicht. Wissen. 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 So, diesmal sitze ich da. Okay. Wissen wir, woran es gelegen hat. Okay. So, du bist ja, du liegst zurück, ne? Du bist ja auch ein Goalgetter, also Torschützenkönige der ersten Bundesliga. Das sind insgesamt 44. Boah. Du darfst starten. Ah, ich finde es unfair. Kalle ist 4 Jahre älter wie ich. Der kennt mehr wie ich. Kennt doch gar keine Spieler, der ist Torwart. Ein Torwart. Okay. Eike Immel, Anni Köpke, das sind meine Leute. Seit wann, Hibi? Seit Einführung der ersten Liga. Auch nochmal im letzten Jahr. Lewandowski. Pierre-Emerick Aubameyang. Stark. Wird schon dünn bei ihm. Wird schon dünn bei ihm. Ja, jetzt wird's schon eng. Hast Mario Gomez. Genau. Alex Meyer. Oh. Ist richtig. Ja. Top. Echt? Ja, klar. Alex Meyer, klar. Ja. Miro Klose? Der war 100%, ja. Jürgen Klinsmann. Jürgen? Ja, richtig. Echt? Ja. Steht drauf, oder? Ja, klar, aber der ist ja. Ja, ich frag bloß. 44, als ob da nicht Jürgen Klinsmann dabei ist. Ein Rudi Völler. Da muss ich mal kurz gucken. Ja. Ganz klar, Roy Makaay. Der war es auf jeden Fall. Ich muss erst aber gucken. Sag nicht, Roy Makaay ist nicht dabei. Nee. Roy Makaay. Gehen wir nochmal durch. Ey, hat jemand ein Handy dabei? Roy Makaay war sicher Torschützenkönig. Nein, niemals. Makaay ist nicht drauf. Ja, ist Boah, nicht ich hätte so viel gewusst, glaube ich. Aber Makaay ist nicht drauf. Bitter. Jawohl. 2-1. Bin Anschlusstreffer. Da. Anschlusstreffer. Luca Toni hätte ich als nächstes gesagt. Schon noch einige, die man auf jeden Fall. Ja. Heimweg wünscht. Ohne Schätzfrage. Oh, das sind meine Lieblingsfragen. Eklig. Wo willst du wieder damals an den Platz liegen? Ja, alles klar. Es ist wieder Best of 3. Schätzfrage. So. Schauen wir mal, was die Redaktion mir Schönes dahin geblättert hat. Roy Makaay, schau ihn einen nach. Das glaube ich nicht. So, hast du einen Hund? Nee, du? Hast du einen Hund? Ja, ich habe einen Hund. Nee. Auch nicht? Dann machen wir die Frage. Wie viele Menschen in Deutschland besitzen einen Hund? Also, das ist jetzt vielleicht eine dumme Frage. Wenn wir jetzt eine Familie. Oder? Genau, aber wie viele Haushalte? Weil er hat die Frage ja nicht selber gemacht, er weiß das nicht. Ja, aber wenn du jetzt als Familie einen Hund hast, haben dann alle 4 einen Hund oder nur eine Person einen Hund? Ich würde sagen, nächste Frage. Nee, eine. Also, wie viele Hunde gibt es in Deutschland? Ist die Frage also. Korrekte Frage. Wie viele Hunde gibt es? Plus Tierheim oder nur? Übertreib jetzt deine Rolle nicht, schreib auf. So, ich habe schon mal einen zu Hause. Hat jetzt genau gehört, wie oft ich geschrieben habe. Okay. Weiß ich nicht. Ist so schlecht. Nein, schlecht nicht. Nein, nicht. Schon so 4.000-5.000, oder? So. Gibt's auch irgendwie ein Zeitlimit, oder? Und er ist dabei, es passt schon. Zeigt mal eure Ergebnisse in die Kamera. 3 Millionen. Oh! Ist es noch eine Null? Ja. 2.853.000. Ich glaube, es gibt mehr, oder? Es gibt um einiges mehr. Yes, 10,5 Millionen. 1-0 für Kalle. Nächste Frage. Wie oft wurde Deutschlands Frauennationalmannschaft bisher Europameister? Das weiß ich. Glaube ich zumindest. Was war das denn? Was ist das denn? Was denn, dass ich weiß? Ohne dass ich die Frage zu Ende gelesen habe, hast du mir hier drauf geguckt. Nein, okay. Aber was soll sie geworden sein? Deutscher Fußballmeister? Nee, aber
Ist richtig? Ja. Ja, ich hatte schon geschrieben. Also ich mach nichts mehr. Ja, du kennst ja unsere Frauen aber schlecht. Ja, achtmal. Kalle hat recht, achtmal. Wow. Herzlichen Glückwunsch. Stark. Nee. Doch. Ja. Souveräner 3-1, Freundchen. 3-1. Glückwunsch, ich würde dir die Hand geben, aber in die Handschuhe hast du ja wieder reingespuckt heute im Training. Glückwunsch. Dankeschön. Danke dafür, dass du dabei warst. Gute Moderation. Ja, reicht super. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ne? Danke.